Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Und ich kann es euch jetzt zeigen, wir werden jetzt nämlich in den nächsten Tagen mehr oder weniger kreativ sein und ich werde mich jetzt endlich trauen, auch ein bisschen mit Farbe rumzuspielen, ne? Und guckt mal hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es so lasse. Aber ich habe mir vorgestellt, dass ich eventuell halt einen richtigen Turm draus mache, obwohl ich wirklich nicht so genau weiß, lasse ich das jetzt so oder nicht? Vielleicht machen wir den, vielleicht mal, aber so oder so ähnlich soll es eigentlich ausschauen. Bin mir aber gerade noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich jetzt so will. Jetzt, wo ich es mit euch zusammen anschaue. Aber es wird. Also das in der Mitte, das kommt natürlich weg. Das habe ich jetzt nur gebraucht, um es zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so will. Ich weiß noch nicht, ob ich das so will. Wenn ich das jetzt hier so sehe. Das sieht irgendwie so klotzig jetzt aus. Vielleicht bauen wir einfach den Turm noch mal um 2 höher. Ich mache noch mal kurz was. Ich hole euch gleich dazu. So, Leute, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe einen Denkfehler. Ich habe so eine Vorstellung in meinem Kopf, weißt du? Also ich habe das obere Teil, wie ihr jetzt hier seht, ich habe den kompletten Turm noch mal um 2, aber auch um die Dicke vergrößert. Wo kann man es sehen? Ne? Hier ist ja normalerweise so was Kleines obendrauf. Jetzt ist es halt hier. Vierfache Menge. So, flapp, hoch oben. Jetzt müsste eigentlich der Zaun kommen. Ich habe echt das Gefühl, ich habe einen Denkfehler. Aber mal gucken. Wir können es ja zusammen austesten. Wir können es ja gemeinsam austesten. So, das Ganze kriegt einen schönen Zaun außenrum. Und jetzt können wir eigentlich schon mal gucken, ob das jetzt schon mal, ob das wird, was ich eigentlich, ja, ich glaube schon. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger von der Vorstellung, die ich jetzt habe, mit dem Dach. Ich bin echt am Überlegen. Ich glaube, wir brauchen Lass es uns ausprobieren. Müssen wir ja. Gezwungenermaßen. So. Und dann kann ich euch auch gleich einen neuen Trick zeigen. Ich glaube nämlich, wir brauchen außen auch nochmal eine kleine Wand. Innen und außen, soweit ich weiß. So, das ist ja jetzt außen. Und dann brauchen wir nämlich noch eine. Und ich erkläre euch gleich, warum ich halbe Wände benutze. Oder halbe, naja, ihr wisst schon, ne? Halbe Planken. Dies hat dann Grund. So, hier passt's. Das ist nämlich jetzt noch außen. Und das habe ich nämlich, glaube ich, gerade, als ich euch das gezeigt habe, falsch gemacht. Und deswegen war ich auch gerade so verwirrt. Ich glaube, das Äußere muss nämlich noch dran. Sonst sieht es nämlich kacke aus. Und ihr wisst ja, wie das heißt. Mach's selber, sonst dann wird es halt kacke, ne? So, jetzt brauche ich... mach's halt selber, dann wird es halt kacke. So, jetzt brauche ich noch mehr Planken. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Dass wir wieder ein bisschen plankenlos werden. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Hier war ich doch so ein bisschen am Eskalieren, ne? Aber hier sind die ganzen Kisten leer.
Oh Gott. Hier ist auch alles leer. Wir fahren übrigens auch gerade nicht. Merkt ihr das? Dass ich mich auch gut aufs Bauen konzentrieren kann. Ich bin gerade irgendwie im Baufieber. Das wird schon. Das wird alles. So, essen tun wir auch noch mal was. Warte kurz. Einmal kurz essen. Das kannst du aber nehmen. So, weiter geht's. Ja, ich glaube, jetzt ist es richtig. Ihr wisst ja, ich will das ganze Jahr, oder habe ich immer liebevoll auch kleine Festung genannt. Und dazu fehlen ja so ein bisschen Festungstürme. Und ich weiß jetzt nicht, entweder habe ich die Folge schon draußen, dieses Raft-Special, wo ich bei Maria und Softeis war, oder es kommt noch raus. Aber das ist die Inspiration, die ich mir natürlich von euch mitgenommen habe, ihr Lieben. Hat mich einfach wahnsinnig an The Walking Dead erinnert, mit diesen Gefängnistürmen. Und ich muss das jetzt irgendwie, dieses Feeling, auch auf das Raft kriegen, weil das passt einfach. So, ich bin gespannt, ob wir das hier zukriegen. So, das ist einmal das. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Idee, die ich habe, auch passt. Und zwar kommt ja jetzt die Decke. Das heißt, hier an den Ecken kommen diese Eckteile hin. So. So. Und so. Dann kommen die schrägen. Hier hin. Einmal hier rum. Und das war jetzt, glaube ich, auch der Knick in der Optik, den ich persönlich hatte. Weil ich... Wir können es ja gleich auch nochmal nachgucken, wenn wir jetzt unten mal uns das Ganze anschauen. Ich glaube, jetzt soll es passen. Jetzt müsste es passen. Ne? So. Und jetzt kommen die Teile oben drauf. So, hier in der Mitte geht natürlich nichts. Das kommt wieder weg. Hier müsste eigentlich noch ein Pfeiler hin. Aber der erste Cut wird erstmal hier passieren. Und frag mich jetzt bitte nicht, warum das funktioniert. Denn das ist die unlogische Statik des Spieles Raft. So, jetzt haben wir wieder Nägel und jetzt bräuchte ich vielleicht noch hier, dass das auch dann funktioniert. Muss aber jetzt wieder die dreieckigen Holzböden benutzen. Und kann jetzt wieder wegmachen. Und auch die Geschichte. Weil jetzt sind wir hier fertig. Ist halt jetzt noch die Frage, ob ich die Seiten wegmache. Das kann ich auch noch machen. Und wie gesagt, fragt mich nicht, warum es geht. Es ist einfach möglich. Es ist einfach möglich, mit diesen dreieckigen Böden
alles Mögliche zu zaubern, was man möchte. Also das sieht schon mal geil aus, ne? Ich weiß nur nicht, ob es von oben auch immer noch so geil ist. Ich weiß es nicht, warte. Komme ich da jetzt noch hoch? Jetzt bin ich natürlich ganz runtergefallen. Jetzt muss... Ah, da muss jetzt auch noch ein Boden hin, dass ich da hochkomme. Schön. Also hier quasi. Da muss jetzt noch ein Boden hin. Das passt auch perfekt. So, jetzt kannst du... Warte. Jetzt kannst du hochgehen. Und hier lang. Und jetzt guck mal. Gefällt mir das? Oder muss die Decke, muss dies noch eins hoch, gell? Sieht irgendwie jetzt so flach aus, ne? Sieht das aus wie ein Wachturm, Leute? Oder muss das noch eins höher, das Dach? Kann man sich das vorstellen? Hier außen natürlich auch. Das sind jetzt so Schönheitsgeschichten, ne? Halbe Holzwand. Hier, zack. Zack, zack, natürlich, ne? Aber ich glaube, wenn wir das jetzt so haben, dann können wir das auch richtig, richtig gut streichen. Weißt du? Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das so lasse. Wir können es ja beim nächsten Turm austesten. Ob mir das so gefällt. Das Doofe ist halt einfach nur, da wo jetzt die Treppe hoch, also die Leiter hochgeht, dieses Teil hier, seht ihr das? Und auch auf der nächsten Ebene, kann ich keine halbe Holzwand hinmachen. Lässt er mich nicht machen. Also hier ist jeweils unten so ein Stück frei. Ist aber, glaube ich, wenn ich jetzt auch hier oben gestrichen habe oder insgesamt alles gestrichen habe, sollte das kein Problem sein. Aber ich kann mir das schon richtig gut vorstellen. Aber ich glaube, lass uns das einfach nochmal weiter ausprobieren in dem anderen Turm. Und dann mache ich den anderen Turm mal spitzer oben. Und dann gucken wir mal, was uns besser gefällt. Oh je, die sind auch leer, die Batterien. Warte mal, ich hole erstmal Holz. Ich bereite das alles vor. Und... Ach so, ja, mit den Nägeln weiß ich ja auch nicht. Ob ich jetzt die Stelzen so lasse, eigentlich sieht es schon ganz gut aus, wie so ein fliegendes Dach. Ein fliegendes Dach ist zwar... hat zwar auch was. Hm. Lass uns das mal hier machen. Also diese ganzen Spinnennetze hier oben müssen wir natürlich noch abreißen. Das ist leider so. Und jetzt kommt... Gut, das eine... Das hier mache ich mal zusammen mit euch, dass ihr seht, was ich überhaupt mache, ne? Also das heißt, der hier muss auch weg. Leider. Warte. Ich habe was unvorbereitet angefangen. Denn die Wände, die kommen erstmal ab. Das ist ja Holz, was wir uns gerne antun können. So, und dann kommt das nämlich hier hoch, hier hoch. Hier hoch und hier hoch. Und die Leiter, die kommt von hier. Halbe Holzwand. Es ist nur eine Verkleidung, aber wir können ja die soweit hier schon mal setzen. Eine Leiter führt weiterhin hier nach oben. Und dann haben wir nämlich das schon mal gesetzt. Jetzt brauchen wir... die Außenteile, außer hier. Hier geht es natürlich hoch. Und diese zwei passen wieder nicht. Dann einmal hier,
halbe Holzdinger setzen. Dass wir die jetzt auch wieder abbauen können. Und jetzt seht ihr das zum Beispiel schon mal, ne? Genauso auch hier. Ihr kennt ja mein Video, Bauen ohne Säulen, ne? Und das alles würde ja gerade gar nicht funktionieren. Und ich grüße hiermit meine lieben Zockersuchtis, die mir das verraten haben. Ich war ja bei Maria und Softeis gewesen auf ihren Rafts. Diese ganzen Raft-Special-Videos, die haue ich ja jetzt auch raus. Also wenn ihr euch dafür interessiert, das ist dann Folge Nummer 14 und 15. Und dadurch weiß ich, dass man nicht nur bauen ohne Säulen kann, wenn man hier diese Lichter oder diese Blumenkübel auch dranhängt, sondern wenn wir diese drei, wie nennt sich die denn jetzt hier, dreieckiger Holzboden setzt. Da muss man nicht mal mehr was dranhängen, sondern dann kommt man nämlich auch so hoch. Das ist nicht der Knaller. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Zur Orientierung setzen wir schon mal den Plankenzaun. So. Dann kommen die Kleinen, weil wenn ihr die abbaut, bekommt ihr alle Nägel wieder zurück. Deswegen setzt die Kleinen. So, zack, 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 zack. Hier muss auch noch eins gesetzt werden. Dann braucht ihr wieder die dreieckigen Teile. Einmal außen. Ach so, warte mal. Ich bin ja noch gar nicht fertig hier. Hier geht es ja noch weiter. Ich will so eine Art Wachttürmchen haben. Das hat mich so stark an The Walking Dead erinnert, dass ich das jetzt unbedingt auch haben will hier auf meinem Raft. Das ist eine sehr, sehr tolle Idee gewesen. Und schon bin ich motiviert, auch mal wieder was zu bauen. Einige von euch haben mich ja auch im Livestream gefragt, was hast du als nächstes vor auf deinem Raft? Habe ich gesagt, eigentlich gar nichts, ich finde es gut. Ja, und schon ist alles dahin. Aber man kann ja eigentlich im Grunde immer was verbessern, ne? Ihr kennt das ja. Verbessern geht immer. So, das ist nämlich die Geschichte. Jetzt tun wir uns so einen kleinen Step, dass wir hier hochkommen. Jetzt können wir wieder die Ecken setzen. Ich hoffe, das Holz reicht. Sonst müssen wir gleich nochmal los. Zack. Zack. Und kurz rüberspringen. Zack. So. Jetzt kommen die da. Ich weiß gar nicht, ob das sowieso anders zu bauen geht. Das würden wir jetzt gleich sehen, ne? Ich glaube, es geht nur so zu bauen. Deckentechnisch. Oh, warte mal. Ich sehe gerade da hinten. Hier muss ja noch ein Dings hin. Hier. Hier muss ja noch eins hin. Oh, siehst du? Ich habe keine Planken mehr. Und schon geht ganz schön ein bisschen was drauf, obwohl wir gar nicht mal so viel bauen, ne?
Aber dann rentiert sich's mal wieder, die Netze unten zu leeren. So. Okay. Nein. Nein. Ich komme hier nicht mehr hoch, oder was? Nee, oder? Ich habe das noch, ich habe das so im Gefühl, wie bei Seven Days, dass du ein bisschen weiter springen kannst. Das kannst du natürlich hier in Raft nicht, ne? So, jetzt kannst du aber hier hoch. So. Oh, das war auch schlau. Dann setz noch mal hier was und hier was. Und das ist nämlich jetzt die Frage, kann ich hier auch noch mal hochgehen? Kann ich nämlich. Nee, das war falsch. So. Und so. Und dann setzen wir wieder die. Und dann ist es nicht so ein Flachdach. Wie da drüben. Und dann müssen wir uns das jetzt anschauen, was uns besser gefällt. So, das ist nämlich fertig. Entweder das. Ah, das ist natürlich, das sieht natürlich, das ist natürlich was Heißes, ne? Ja, dann machen wir das doch. Das sieht, glaube ich, viel besser aus. Ja, das will ich. Ja. Ah, das ist nett. Das bauen wir nochmal um. Das bauen wir nochmal um. So, halbe Holzwand kommt als Verzierung noch hier hin. Natürlich auch auf, hier auf der anderen Seite, aber dafür muss ich mir was bauen. So, das kommt weg. Und dann haben wir hier unser Häuschen. Hier kannst du natürlich auch noch in der Mitte eine Leuchte hinsetzen. Geil. Hier kannst du Blumen vielleicht noch hinsetzen. Geil, das ist High-End, Leute, das ist High-End. Hier, guck, kommst du auch noch mega hin. Das ist High-End. Geil. Na, das nenne ich mal Türme. Anstatt das. Oder das. Ja. Vorher. Nachher. So, das Ganze baue ich noch fertig. Und wie gesagt, ein Megatrick mit den Wänden. Ne? Seht ihr das? Obwohl, ich, warte mal, wir sind noch gar nicht fertig. Da kommen ja noch die Kackstelzen weg. Aber wie gesagt, fragt mich nicht, warum das so ist, warum das geht. Es hat keine Logik. Genießt einfach, dass es geht. So, die Eckteile lasse ich, dass es ein bisschen logischer rüberkommt. So, schön nach unten gefallen. Super, hast du das gemacht. Wo bin ich denn jetzt? Da will ich gar nicht hin. Hier will ich hin. Hier will ich hin, Schätzelein. So, Leute, Knaller. Vorher, nachher. Das nenne ich mal einen Turm. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich baue jetzt hier weiter. Vielleicht war das auch so ein bisschen Inspiration auch wieder für euch. Und wir werden auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen wieder nochmal was mit Streichen machen. Und ihr könnt ja vielleicht schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zum Beispiel diese Türmchen anstreichen würdet. Ich würde nämlich jetzt spontan natürlich sagen, das Dach hat eine Farbe und der Zaun hat auch nochmal eine andere Farbe. Ich weiß nicht, ob ich selber den Turm streichen würde. Bin gespannt, wie ihr es machen würdet. Vielleicht inspiriert ihr mich.
Und dann, ja, wie gesagt, baue ich hier jetzt einfach mal schön weiter. Und unsere Spinnennetze, die werden wir natürlich auch wieder gemeinsam verbinden. Und mal gucken, wie das Ganze dann ausschaut. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.